Hallo liebe Freunde der grilltechnischen Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich eine kleine Projektreihe starten mit sowas ähnlichem wie diesem Moulinex Grill, den ich schon mal vorgestellt habe von Oma. Und was ich da genau mache, das könnt ihr euch jetzt im Video anschauen. Also zuallererst mal dieser Moulinex Grill. Der war mir natürlich viel zu schade, damit irgendein Bastelprojekt zu starten. Also habe ich in den üblichen Kleinanzeigen, habe ich immer mal ein bisschen nachgeschaut, bis ich irgendwas gefunden habe, was da so ähnlich ist. Oder vielleicht hätte ich auch den gleichen gefunden, ne? Aber glücklicherweise habe ich etwas geschenkt bekommen quasi. Und ja, ich zeige es einfach mal. Fast jetzt noch ungern an, aber hier. Wieder sowas Ähnliches, ne? Diesmal von der Marke Progress. Was immer das auch ist, ne? Ist etwas größer, kann man anscheinend zwei Hähnchen reintun. Der Grill hat auch noch so ein paar. Dieser Grill hat auch so ein paar andere Extras, die er quasi mit sich bringt. Innovative Sachen tatsächlich. Ja? Zum Beispiel hat er hier oben zwei Heizspiralen, da kann man hier eine dazu schalten und so weiter. Das werden wir uns noch genauer angucken. Was ich damit mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, zum Beispiel Rezepte, Umbauvorschläge, Anbauvorschläge, wie auch immer, ne, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare posten und ob ich das dann mache, entscheide ich halt natürlich selber. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Gut, wie man hier an dem Grill aber erkennen kann, ne, ich glaube, da brauche ich noch nicht mal wirklich nah ranfilmen. Ekelhaft, echt ekelhaft. Dem Preis entsprechend ist das Ding total versaut. Deshalb, das erste Projekt wird damit reinigen. Ne, dafür habe ich mir im üblichen Cash and Carry Markt hier um die Ecke, habe ich mir hier einmal so einen Grill reingeholt von Dr. Becker. Das ist natürlich jetzt schon halb her, da habe ich schon mal für einen normalen Grill benutzt. Und hier so ein extra Backofenspray. Weiß nicht. Das Ding ist emailliert, also sollte das eigentlich gut runtergehen, hoffe ich da. Ne? Man weiß es nie. Ne? Hier steht auf jeden Fall drauf, dass man da richtig aufpassen muss mit, wenn das auf Haut und Haare kommt und so weiter. Ne? Also mit Schutzbrille und so. Das heißt, und hier sind auch so Verätzzeichen drauf. Ich nehme mal an, das wird damit gut runtergehen. Nichtsdestotrotz habe ich mir aus diesem 1-Euro-Kram-Regal, was ich aus dem Supermarkt, noch so eine Schubberbürste hier geholt. Ne? Und natürlich ein paar Einweghandschuhe. Ja, die sollte man dann in seiner Größe auch dazu handhaben. Den Grill selber, also die Technik, ja, habe ich schon mal ausprobiert, eingesteckt. Wenn man die Uhr aufzieht und den Schalter umlegt, dann fängt das Ding an, in der Mitte zu rotieren. Der Spieß selber, und das ist das Schöne bei dem Gerät hier, mal abgesehen von dem ganzen Dreck an dem Gerät selber, der Spieß selber hat hier hinten diesen Bakelitgriff oder was immer das für ein Kunststoff ist, diesen hitzesicheren Kunststoff, sage ich einfach mal, der ist noch ganz. Das ist noch nicht mal bei meinem Moulinex-Grill der Fall. Wenn ihr das habt, das Ding ist noch ganz, ist finde ich immer super. Und hier ist so eine Laufkimme drin, womit der hier hinten quasi in so einem Alublech läuft. Und ich habe tatsächlich irgendwo im Internet noch die Anleitung und alles von dem Ding gefunden. Und der soll mega gut zu reinigen sein. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Na, natürlich nicht hier drin, aber ihr könnt mir ja einfach mal dabei zuschauen. So Leute, die Putzaktion ist jetzt schon mal beendet. Schauen wir uns erstmal den Korpus an. Also der ist ja wohl mega sauber geworden, finde ich.
Leider hat es vorne ein bisschen diese schwarze Beschriftung versaut, aber man kann die Zahlen an der Uhr noch lesen. Das ist ja das Wichtige erstmal. Diesen Aufkleber, da muss man mal gucken, was man da macht, dass man das irgendwie wieder hinkriegt. Aber diese Box an der Seite, die komplett schwarz war, wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel. Hier ist jetzt das Ding, ne? Man sieht, es ist relativ, ne? Wie ein Fernseher ohne Bild und Ton. Aber das ist ja der Trick dabei, ne? Hier soll das ich denke mal, heute würde man es Easy Clean System, ne? Soll hier drin sein. Jetzt gucken wir uns das mal an. Also diese ganzen Seitenbleche, ich weiß nicht, ob man das im Vorvideo alles so gut sieht, ne? Die sind mit dem Dr. Becher Zeugs hier wieder total super sauber geworden. Die kann man jetzt einfach hier rein tun, denke ich. Ach ja, die werden oben eingehängt. So, oben rein. Sehr gut. Das andere gibt es natürlich auch für die andere Seite. Auch hier super glatt, ne? Hier ist so eine Popniete, da kann man das so quasi so. Pop. Sind die Seitenteile wieder drin. Das Rückteil am allerkrassesten, ne? Das Rückteil ist jetzt, da könnt ihr mal sehen, was für eine Kamera ich habe. Wie ein Spiegel. Blitzeblank. Super. Total begeistert. So, das kommt jetzt hier hinten rein. Zack. Zack. Das System ist eigentlich echt einfach. Kennt ihr diese Popnieten, diese Blechnieten? Ne? Die sind einfach hier mit einem, ich denke mal, ein Stückchen Röhrchen drunter oder so. Und das kann man dann quasi einhängen wie bei so einem Bilderrahmen. Ne? Also hält sehr gut. So. Zu dem Gerät dazu gehört natürlich auch hier so ein Einlegeblech. Ne? Das war sehr sauber, also da habe ich einfach nur mal drüber gewaschen. Ich denke, das ist wahrscheinlich so, wie das jeder, der so ein Ding benutzt, wickelt das Ding in Alufolie ein. Ne? Das tun wir jetzt einfach trotzdem mal schon da rein. Ne? Auch dazu gehörte noch ein Rost, falls ihr irgendwelche Ideen habt, die ich damit machen soll, wo man einen Rost braucht, habe ich. Mache ich jetzt mal nicht da rein. Hier dieser Spieß, der gehört natürlich dazu. Zack. Ach, auf den Spieß gehören noch diese Hähnchenspieker. Auch die hier drinnen sind ja überall so, das sieht man vielleicht. Das ist mehr so, sag ich mal, nicht aus einem Pressteil, sondern ein gebogener Draht mit so ein paar Zusatzdingern und dieser Mutter. Ne? Auch das ist wieder, ich würde sagen, definitiv ausreichend sauber geworden. Ne? Besser geht immer, gerade bei sowas, wo hier so 1000 kleine Action sind. Ne? Aber ich denke mal, in naher Zukunft werden die hier einfach mal so 3-4 Spülgänge in der Spülmaschine einfach drinnen bleiben und dann werden die auch blitzeblank sauber sein. Aber so, der Teil, der jetzt mit dem Händchen in Berührung kommt, der ist schon super sauber. Das kann man jetzt hier so reintun, so zack. Was natürlich noch fehlt, die Scheibe. Die Scheibe ist auch sehr, sehr, sehr schön sauber geworden. Das Einzige, was noch ist, ist von außen sind noch so ein paar. Vielleicht kann man das erkennen. Ich glaube, man kann es schlecht erkennen. Ne? Wird man wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen können. So ganz, das sieht ein bisschen aus wie Fliegendreck. Das lasse ich auch da drauf. Ich habe das hier innen super blitzeblank bekommen mit einem Ceranfeldschaber. Ne? Ich habe einfach quasi hier nochmal richtig drüber gezogen. Das ist ja auch die Seite, die maximal mit dem Essen in Berührung kommt. Also ne, bin ich damit zufrieden, wenn das sauber ist. Hier außen wollte ich dann doch lieber, weil es da schon so ein bisschen versaut ist, dieses Weiße nicht auch noch direkt zerkratzen. Ne? So, mal gucken, ob das hier auch wieder reingeht. Ist halt so ein kleiner Einlegetrick. Aber auch das geht. Sehr schön. Und jetzt die große Frage, was mit dem Deckel? Ne, der war ja hier vorne total verbrannt. So. Und da habe ich auch am meisten gedacht, so, das ist ja auch das, wenn jetzt hier Leute kommen, als Gäste quasi, und ich sage, hier, komm, lass mal den Hähnchengrill ausprobieren. Da sagen die als erstes, Michael, was ist das denn für ein ekliges Ding? Schmeiß das weg. Ne? Aber man glaubt es kaum. Das ist das gleiche Ding. Einmal mit diesem. Ne, ich habe jetzt auch nicht mega krass geschrubbt. Ich habe einfach ein bisschen eingesprüht. Und ja, hier oben, da habe ich schon ein bisschen geschrubbt. Man sieht auch, man könnte es sogar noch besser hinkriegen. Aber ich denke mal, das sieht aus fast wie einmal benutzt. So, ne? In der Studentenbude sehen die Dinger dreckiger aus. Okay, jetzt hat das Ding aber noch einen Trick. Also nicht nur, dass es hier vorne zwei Schaltstufen hat im Vergleich zu dem Mulinex-Ding. Ne?
Ich habe auch unten drunter jetzt ein Zettelchen gefunden. Es hat einmal 800 und einmal 1500 Watt. Ne? Also diese. Das geklappert, das geht mir jetzt aber auch schon auf den Sack hier. Mal sehen, welches das Ding ist. Ich mach die mal raus. Ja, das werden andere Bleche sein. Aber man kann hier sehen, ja, einmal die äußere und einmal die innere Heizspule. Ich denke mal, die äußere hat die 800 Watt und die innere kann man dann dazu schalten. Die hat ein bisschen weniger, hat ja auch weniger Strecke, ne, die äußere Kurve hier. So, und dann hat man halt diese 1500, ne, wird die innere 700 haben, äußere 800. Gut, aber das war noch nicht alles. Das Ding war echt innovativ, finde ich. Ne? Wenn man jetzt mal guckt, ich versuche es mal zu filmen. Hier kann man das natürlich jetzt, so fange ich besser nicht an. Hier fehlt noch was. Und zwar, hier unten ist so ein bisschen, das sieht so ein bisschen komisch aus, ne? So rund so halt. Da kann man Alufolie einlegen. Hier ist ein Röllchen. Hier, dann kann man es hier so rüberschieben. Da ist so ein kleines Kugellager drauf, was dann halt das Gegenröllchen ist. Schiebt man das ran. Je nachdem, wie groß die Alufolie ist. Ich denke mal, naja, viel kleiner als so dürfte sie nicht sein. So, das Röllchen da rein. Bewegt sich gut, ne? Zuschrauben. Jetzt kann ich hier hingehen. Ich ziehe hinten die Alufolie raus. Vielleicht ein bisschen zu fest, aber wird schon gehen. Ja, das hintere Blech nehme ich raus. Das hier, so. So kann man vielleicht am besten sehen. So. Ziehe ich hier die Alufolie raus. Dann mache ich hier rum. Ja, jetzt kommt das hintere Blech wieder rein. Das ist extra so. Ne? Hier so mit so kleinen Wölbungen. Ja, wenn man geschickter ist als ich, kann man das bestimmt auch dann. Wenn es einmal drin ist, kann man die Alufolie einfach vielleicht oben weiterziehen. Und ich das für ekelhaft halte, denke ich. So, jetzt ist oben drüber auch Alufolie. Jetzt mache ich das Ding hier drauf. Und mache ich die hier so nach oben weg. Ja? Ich denke, es wäre vielleicht klüger, hier oben noch so ein Magnet drauf zu machen. Oder, na, Magneten sind auch ein bisschen hitzeempfindlich, ne? Irgendwas hier drauf zu legen. Oder vielleicht das Ding vorher. Oh, so geht auch schon. Und wenn ich jetzt noch hingehe, würde die Schale hier in Alufolie packen. Dann können wir mal gucken. Der gesamte Garraum oben drüber, über dem Ding. Überall, wo das Hähnchen hinspritzt. Ne? Dieses Blech hier kann man ja rausnehmen. Dieses kann man rausnehmen. Und dieses kann man rausnehmen. Und der Rest ist voller Alufolie. Und weil die Alufolie geht ja auch noch hier hoch. Das nehme ich mal an, hat der Vorbesitzer von dem Grill überhaupt nicht gemacht. Ne? Jetzt ist hier leider ein bisschen schade, das ist so ein bisschen versaut, aber man kann, ja, mit der Kamera sieht man schlecht, aber wenn man mit dem Auge guckt, so ganz normal bei Licht, dann kann man hier 70, 50 und so weiter kann man sehen. Und auch hier ist 90 Minuten quasi, ne, einmal fast rum, Vollgas. Das kennen wir ja schon von dem Mulinex-Ding. Das ist wahrscheinlich so, dass das Händchen einfach 90 Minuten da drin braucht. Gut, hier, Scheibe schön sauber geworden. Ein paar kleine Krümmel sind noch dran, aber so, wie gesagt, eigentlich super sauber geworden. Was ein bisschen doof ist, das hat er aber auch dieser ganzen Nummer mit der Chemie geschuldet, ne? Dass wenn hier so Aluplatten sind, das ist jetzt eine Aluplatte, da sieht man so ein bisschen das Wischiwaschi drauf, ne? Weil halt diese Oxidschicht, die da anläuft, wenn die mit der Chemie in Berührung kommt, da kann man jetzt nichts gegen machen. Oder man macht das einfach mit einem anderen Reiniger sauber. Mir geht es halt hierbei darum, das Ding soll so für Projekte sein, mal sehen, was bei rumkommt. Ne? Wie gesagt, Ideen, Kommentare schreiben. Ne? Ich werde jetzt erstmal so nichts damit machen, außer Hähnchen natürlich demnächst. Das will ich als allererstes mal ausprobieren. Vielleicht auch ein Vergleichshähnchen zum Mulinex, mal sehen. Ne? Ich finde das Gerät so schön. Wo ist das Ding jetzt? Aha. Hier schön mit dem Zack. Da gehen locker zwei Hähnchen rein. Ich weiß nicht, ob man diese Breite an Alufolie heute noch bekommt. Das müsste ich mal gucken, aber ich denke mal im Gastrobereich schon. Ne? Dieser Reiniger, den ich genommen habe, Dr. Becher Zeugs, ist ja auch aus dem Gastrobereich. Sehr zu empfehlen. Seht ihr ja hier, was das Ding bringt. Ne? Tolles Gerät. So, falls euch der ganze Spaß gefallen hat, könnt ihr natürlich hier unten gerne meinen Kanal abonnieren. Ne? Kostenlos, selbstverständlich. Hier packe ich euch mal das Video hin von der Mulinex mit dem Oma-Hähnchen, was ich damit ausprobiert habe. Und
hier irgendeine Bastel-Playlist. Mal sehen, könnt ihr mal reingucken. Ne? In diesem Sinne, ich empfehle mich.